So, wir stehen jetzt am Marienplatz in München und haben ungefähr 30 Tage vor uns, wo wir nach Venedig wandern. 550 Kilometer und heute geht's los. Rotzeit. Es regnet die ganze Zeit nicht. Wenn wir Mittagspause machen, fängt die Scheiße an zu regnen. Ja, wie man sieht, das Wetter wird nicht besser. Es pisst die ganze Zeit. Wir sind komplett nass, weil wir nicht so intelligent waren und als es angefangen hat zu regnen, unsere Regenhosen anzuziehen. Wir dachten, es wird ein kleiner Schauer. Kleiner Schauer geht ja schon seit 2,5 Stunden. Naja, oh, nee. Ich glaube, wir haben es unter einer Stunde noch und dann sind wir im Trockenen. Aber es ist echt, macht gerade nicht so viel Spaß. Schon, nee. Aber nicht so. Heute ist Tag 4. Wir gehen von Bad Tölz heute nach zur Tutzinger Hütte. Und das beste Wetter, Sonne scheint. Es ist ein bisschen frisch noch, aber es wird sich gleich auf jeden Fall aufwärmen. Und dann haben wir 21 Kilometer und ja, ziemlich viel Höhenmeter.
das ist geil. Was soll man noch sagen, ne? Ja. Die Anstrengung wird auf jeden Fall belohnt. Da liegt die Tutzinger Hütte. Wir sind nur noch 5 Minuten Entfernung. Wir haben jetzt, glaube ich, schon, wie viel haben wir? Viertel vor sechs haben wir. Viertel vor sechs haben wir. Ja. Und jetzt geht's nach Vorderes. Erstmal ein bisschen Anstieg und dann geht's ja, quasi 8 Stunden runter. Wir hoffen, dass wir es nicht so anstrengend wird wie heute, wie gestern. Und dass das Wetter sich sehr gut noch hält. Hinter mir sieht man die schöne Benediktenwand. Ja. Jetzt geht es los. Nicht schlecht, ne? Sieht echt cool aus. So, mach mal Platz. Heute geht es von Scharnitz aus zum Hallerangehaus. Das sind 19 Kilometer. Das Wetter sieht ganz gut aus. Regen ist nicht erwartet. Wir brauchen ungefähr 4 Stunden. Das wird, glaube ich, auch relativ entspannt. 800 Höhenmeter. Thank you.
Guten Morgen, heute ist Tag 9. Wir sind jetzt gerade in einer Stunde vom Halaranga-Haus zum La Pata-Joch aufgestiegen. Und vor uns liegt das Inntal. Und da hinten kann man, ja, kann man vielleicht jetzt nicht, aber da hinten liegt auf jeden Fall Hall. Das kann man da sehen. Und jetzt frühstücken wir erstmal hier. Weil dann geht es nämlich danach ungefähr 4 Stunden runter, Abstieg. Genau, und dann geht es hoch zur Glogeza Hütte. Die liegt irgendwo da hinten. Und wie wir frühstücken auch ein paar Schafe. Die sind nämlich da. Da oben ist die Glogeza Hütte und das war ultra anstrengend. Das war es wirklich. Wir sind auf 2600 Meter hier, weil die Luft wird langsam ein bisschen dünner. Ja, das war ein sehr schöner Tag. Ja. Und von da hinten kann man ganz gut sehen gerade, das ist Inntal und das ist Hall. Warte, lüge ich? Ne, das ist richtig, das ist Hall, genau. Und da hinten sind wir heute, da oben auf dem Karwendel sind wir heute gestanden. Das da ganz da hinten ist das Karwendelgebirge. Vor uns das Inntal. Das haben wir alles durchschritten heute. Bis hier hoch. Tag 10. Wir können leider nicht von der Glogeza Hütte zum Lindzuma über den Geiergrat gehen. Deswegen sind wir abgestiegen. Auf Anraten des Hüttenwirts auch. Wir gehen jetzt über den Quantsteig zum Navisa Jöchel. Ist ein bisschen ein Umweg, aber glaube ich bei dem Wetter besser. Ist ziemlich neblig. Naja. Also der Weg ist ziemlich krass hier. Es geht über einen super schmalen Pfad, der also nicht schmal ist. Und wie man sieht, geht es immer ziemlich weit runter. Ich meine, es ist halt nebelig, ne? Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Man, das ändert nichts daran, ne? Den Weg kann man eh ganz gut sehen. Nur so einfach ist er auch nicht. Ich dachte, der wäre ein bisschen einfacher. Wir gehen schon seit Stunden in dieser Suppe hier. Geht die ganze Zeit hoch. Man kann nichts sehen. Boah, ist echt anstrengend. Es war tierisch feucht auch. Sollte mir jetzt gleich anfangen richtig zu regnen. Wir sind jetzt knapp 3,5 Stunden unterwegs. Haben den Gewandsteinpfad oder Weg oder Steig oder Stieg hinter uns gelassen. Und jetzt geht's hoch zum Navisa Jöchel. Das kann nicht mehr so lange sein. Und dann geht's runter zur Lindzuma Hütte. Ja, gestern war nicht so toll. Die Handschuhe waren immer ein klitschen nass, es hat angefangen zu schneien. Und es war einfach nur tierisch kalt. Und wir waren froh, als wir da waren. Und heute Morgen hat es sogar richtig geschneit, aber es war alles weiß hier. Das ist jetzt zum Glück schon wieder weggetaut. Nur hinter mir sieht man, glaube ich, nur so ein bisschen schneebedeckte Gipfel. Aber morgen soll das auch wieder weg sein.
Gestern haben wir Pause gemacht. Heute gehen wir weiter von der Lizuma-Hütte hinter mir zum Tuxer Joch raus. Aber das Wetter ist schön heute. Auch sehr kalt. Minus 1 Grad hatten wir gerade. Heute soll die Sonne scheinen und relativ gut bleiben. Nur heute Nachmittag, späten Nachmittag, soll ein Gewitter aufziehen. Der höchste Punkt unserer Reise bis jetzt mit 2780 Metern oder so. Und die Aussicht ist fantastisch. Also es hat sich mega gelohnt. Das ist richtig geil hier oben. Unter uns ist noch der Junnensee. Da steigen wir aber nicht hin ab. Da gucken wir nur drauf. Unser Weg geht jetzt weiter runter diesen Pfad lang. Ja. Ich glaube, so lange bleiben wir hier auch nicht, weil es ziemlich frisch ist. Ja. Es pfeift ziemlich der Wind. Da unten geht's lang. Siehst du, die Tür, die da geht? Und so schräg geht's die Wand runter.
So, heute gehen wir wieder mal zu zweit nur. Die Gruppe, in der wir jetzt unterwegs waren, die hat jetzt quasi aufgelöst. Wir gehen jetzt zur Maurerberghütte. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen heute, weil heute Nachmittag Gewitter angekündigt sind. Und da wollen wir nicht reinkommen. Hier sind wir am Glittnerjoch, heißt das, glaube ich. Das ist relativ einer der höchsten Punkte. Wir hoffen, dass das Gewitter noch auf sich warten lässt, weil hier könnte man uns perfekt treffen als Blitz. Hinter dem kleinen Hügel liegt die Maurerberghütte und wir haben es in 5 Stunden ungefähr geschafft oder 4,5 ohne Gewitter. Wir sind verschont geblieben, wir sind sogar von Regen verschont geblieben. Relativ entspannte Etappe, morgen haben wir sogar nur 3,5 Stunden bis zur Schlüterhütte und das da hinten, der Berg, ist der Peitlerkofel und das ist quasi der erste Berg der Dolomiten. Also wir sind jetzt ganz nah an den Dolomiten und die werden wir in den nächsten, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Tagen auch überschreiten. An Tag 19 oder 20 gilt es zu bemerken, dass wir im Sommerurlaub sind und dass es heute Nacht geschneit hat und wir jetzt im minus 1 Grad haben. Naja, heute sind es 5 Stunden. Wir gehen gleich zur Nieves-Scharte, so ein Klettersteig. Boetshütte. Boetshütte, ist richtig. Ein Klettersteig, aber der Hüttenwirt hat heute gesagt, es ist trotzdem möglich, obwohl es geschneit hat. Es war wohl nur so Ausläufer, es hat nicht bis ganz hoch geschneit überall. Da vor uns liegt die Rohrscharte. Das sieht ziemlich steil aus von hier. Geht zum Zickzack hoch, aber es soll wohl laut Wanderführer nicht so steil sein. Wenn wir da drüber sind, dann geht es auf die Nieves-Scharte. Das ist so ein Klettersteig. Und wir hoffen, dass das Wetter bleibt, wie es jetzt ist, weil jetzt ist es ganz gut.
Es regnet nicht, es schneit nicht, es ist nur ein bisschen windig, aber sonst passt es. Richtig geil. Jetzt kommt noch zur Belohnung die Sonne raus. Ja. Ah, fett. Ja, die Dolomiten in ihrer ganzen Pracht. Hütte so, Holzhütte. Aber es ist ultra windig. Aber das Wetter ist gut. Und heute war ein sehr schöner Tag. So, heute ist Tag 20. Heute geht's von der Puez-Hütte zur Capada Fassa. Und heute erreichen wir auch den höchsten Punkt unserer Reise mit 3150 Metern. Es ist immer noch sehr, sehr windig und ziemlich kalt. Es wird heute ein schöner Tag mit Sonnenschein, aber es wird, glaube ich, einfach trotzdem viel zu kalt, um irgendwie in kurzer Hose und T-Shirt rumzulaufen. Selbst unsere Hand mit Handschuhen ist schon fast zu kalt. Naja.
Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall dahin entlang, weil da sind die roten Pfeiler. Ja, wir müssen jetzt da rum irgendwie. Aber ich glaube, wir müssen dann da hoch. Oder? Da hoch? Was ist so ein Nebel, das meinst du? Ja, ich glaube. Also wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Campana Fassa. Die Sicht hier oben lässt leider ein bisschen so wünschen übrig. Es ist extrem neblig und eisig und schneeig. Obwohl eher eisig. Also das hier, wenn man das sich anguckt, ist alles vereist. Ja, es hat heute 10 cm Neuschnee gegeben, es ist mega nebelig, war nichts mehr mit dem Sonnenuntergang. Aber wir versuchen trotzdem jetzt zum Podoljoch abzusteigen, weil es soll die nächsten Tage nicht besser werden. Also wir werden entweder auf der Hütte festhängen oder so und ja, das bringt ja irgendwie nichts. Naja, deswegen versuchen wir jetzt runterzukommen, um unseren Weg zu finden. Die Markierungen sind teilweise nicht so gut zu erkennen, aber sonst geht es, es ist nicht zu kalt, es schneit nicht besonders doll, es ist halt nur ein bisschen gepudert und ein bisschen rutschig, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Heute ist ein Pausentag. Dann stehe ich hier auf der Spitze des Berges, wo das Refugio Tisi draufsteht, also die Unterkunft. Und da geht es quasi so ja, senkrecht so 1000 Meter runter ungefähr. Man sollte nicht so weit gehen, aber es sieht super aus. Unten sieht man Allege und den Allegesee. Ja, und von der ganz hinten sind wir gekommen quasi. Und jetzt machen wir heute noch einen chilligen Tag. Und morgen geht es dann weiter. Wir haben jetzt auch nur noch drei oder vier Tage. Dann sind wir schon in Belluno und das heißt, dann sind die Alpen hinter uns. Dann sind wir die kompletten Alpen, haben wir dann überschritten. Das Wetter ist mal wieder traumhaft heute. Zweiter Tag in Folge. So viel Glück hatten wir da lange nicht mehr. Jetzt geht's zum Refugio di Fontana von Posto Durano. Es war sehr geil heute hier. Es gab ein super Frühstück. Jetzt sind wir gut gestärkt. Heute sind es 7,5 Stunden, also ein relativ langer Tag. Und das Wetter ist ja schön, von daher. Ja, wenn man hinfliegt, dann fliegt man weich, das stimmt. Wenigstens das.
Es hat eben angefangen zu gewittern, als wir auf der höchsten Stelle waren. Deswegen haben wir uns beeilt, unsere Ärsche so schnell wie möglich ins Tal zu bringen. Das waren nämlich die schnellsten 800 Meter, die wir hier abgestiegen sind. Rekordzeit. Aber es war echt, echt krass. Es hat so mega angefangen zu regnen. Wir sind klitschnass geworden, dann hat es die ganze Zeit gewittert. Ja, und jetzt scheint wieder die Sonne. Heute ist unser letzter Tag in den Alpen. Wir steigen jetzt quasi nach Belluno ab und dann liegen die Alpen hinter uns. Die Alpenüberquerung haben wir jetzt geschafft. 4 Wochen hat es gedauert. Aber es kam mir morgen so vor. Ging viel schneller, als man gedacht hat. Es war schon viel, viel wärmer hier unten auf 400 Metern. Unglaublich. Aber es hat auch schon wieder eine viel befahrene Straße. Also die Abgeschiedenheit der Berge ist erst mal vorbei. Was echt schade ist. So, heute geht ins Nevegal zum Col Vicentin. Zieht heute den ganzen Tag hoch. Das Wetter ist jetzt noch gerade ganz gut. Aber heute Nachmittag soll es wieder regnen und Gewitter geben. Es hat gestern schon die ganze Zeit gewittert. Und dann soll es heute Nachmittag weitergehen. Thank you.
unseren letzten Anstieg dieser Tour haben wir geschafft. Wir haben heute 1600 Meter Aufstieg gehabt, das war echt war gut anstrengend. Vom Gewitter sind wir verschont geblieben, es war ziemlich neblig, aber das Wetter ist warm, es regnet nicht. Also kann man sich nicht beschweren. So, heute regnet es wieder mal schön. Die Sicht ist zwar ganz gut, aber es regnet wieder. Und wir steigen jetzt ab nach Afanta. 6,5 Stunden ins Weinanbaugebiet oder Prosecco-Anbaugebiet. So. Es ist relativ kalt, aber hoffentlich. Ja, keine Ahnung. Hoffentlich klappt es alles. Und es ist nicht so rutschig. Also, wie heute ist der letzte Abstieg und der letzte Berg. Und ab morgen sind wir in der Ebene. Ich sitze gerade vor dem Supermarkt hier, der hat aber noch nicht auf. Wir sind wieder in einer neuen Gruppe unterwegs, zu sechst. Mit einem älteren Pärchen noch. Nach zwei jüngeren. Genau, und das ist super lustig. Macht irgendwie mega viel Spaß und ich denke, mit denen können wir dann laufen wir noch weiter bis Venedig, weil die alle noch Venedig wollen. Ja, und ich sitze jetzt hier vom Supermarkt, weil die anderen noch ihr Gepäck hier abgeladen und die anderen wollen jetzt noch zu so einem Obstladen gehen und Obst und Gemüse kaufen für den Tag, weil man heute nirgendwo einkehren kann. Und ja, ich bewache das Gepäck, weil ich nichts brauche. There's a modern witchcraft, the like I've never seen. One moment we was dancing, naked on the city street. The next thing that I know, we're washed up on a beach in a broken spell. Broken spell. Now the night comes to magic, golden and intense. So low, where the light goes hard to tell in a broken spell. Now, do you feel above the law? The law of gravity. Do you feel? Heute wird zum letzten Mal der Rucksack gepackt. Jetzt geht's nach Venedig. Und in ungefähr 6-7 Stunden ist die gesamte Wanderung vorbei, ist die Tour beendet und sind wir am Ziel. Schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man so 5 Wochen unterwegs ist und dann auf einmal ist es vorbei. Thank you.
Richtung. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind da nach 34 Tagen, 555 Kilometern über Marathon angekommen. Das ist überwältigend. Das endgültige Ziel ist erreicht. Und jetzt genießen wir 2 Tage in Venedig und dann 5 Tage Urlaub. Das Wetter ist mega gut, das ist das beste Wetter überhaupt. Und wir sind echt mega stolz auf uns und mega froh, dass wir hier sind, ohne Blessuren, ohne sonst was. Keine Verletzungen, mega Glück, alles ist super. Ja, und jetzt stehen wir hier. Das war's.